Computerlos, deswegen konnten wir darüber hinwegsehen. Genau. Und wir warten also darauf, weil Diebold hat dieses Jahr die Wahlmaschinensparte abgestoßen. Wir warten jetzt also darauf, dass nächstes Jahr NEDAP dasselbe macht. Das machen wir jetzt super schnell. Also Security gibt es ja eigene Rubrik jetzt und die sind inzwischen bei 5 Artikel, gefühlt 5 Artikel pro Tag. Das ist einer mehr als letztes Jahr. Wir haben 2,5 mal Viren in 2008 statt in 2007. Das ist alles ganz schlimm. 5% von Unternehmens-PCs sind Drohnen und jede zweite Webseite, die Malware ausliefert, ist schon Opfer gewesen. Tut das nicht freiwillig. So. Stellt sich noch die Frage, ob auf vielleicht 5% der Mitarbeiter bei Unternehmen Drohnen sind. Ja. Ja, whatever. Also ich meine jetzt von Ihrem Nutzungsverhalten her. Ui. Genau, was haben wir nicht hier auf der Liste? Haben wir so Sachen wie OpenSSL? Ja, White OpenSSL, immer wieder doch noch ein Thema. Oder wie viele Patches Microsoft ausgeliefert hat, es waren einfach viel mehr als sonst. Wir haben ja diese Rubrik Superworms, da war ja Configer wieder sehr schön, wurden ja unglaubliche Zahlen aufgerufen, 9 Millionen Systeme verseucht, hieß es. Der hat ja Domains durchrotiert pro Tag. Am Anfang waren es 250, die er pro Tag besucht hat, um was nachladen zu können. Genau. Am Ende waren es wohl 50.000 pro Tag. Schönen Spaß. Also interessant an dieser Entwicklung ist, dass eine große Menge Offline-Systeme betroffen waren. Und was man daran wieder sehen kann, ist, dass also früher hat man gesagt, okay, ein Offline-System kann man so halbwegs sicher haben. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, solange da niemand einen USB-Stick reinsteckt. So, und die Leute tun es aber. Das heißt, also wir hatten zwischendurch ja so eine Phase, Disketten waren zu klein geworden und diese ganzen anderen komischen Medien hier, so irgendwie Jazz und wie sie alle hießen, diese Dinger, hatte niemand, gab keinen einheitlichen Standard. Jetzt gibt es wieder einen Datenträgerstandard, nämlich USB-Sticks. Und dementsprechend werden genau Viren und Würmer und diese ganzen Dinge auch weiter über lustige Katzenbilder auf USB-Sticks verbreitet. Genau. Und es wird ja nur besser, weil demnächst kann ja auch wirklich jedes BIOS von USB booten. Ja. Ja, also bei diesen Superwürmern, da gibt es noch so eine interessante Anekdote, die mir gerade hier berichtet wurde. Und zwar ist ja so, dass Antivirenfirmen versuchen natürlich zu verhindern, bei so den Antivirensystemen, die an der Grenze der Unternehmensinfrastruktur stehen, dass sich diese Würmer-Updates nachladen, so, um halt irgendwie zu versuchen zu blockieren. Die Leute, die Würmer schreiben, wehren sich dagegen, indem sie diese Updates verschlüsseln mit meistens nicht besonders guter Verschlüsselung, so zum Beispiel in diesem einen spezifischen Fall mit irgendwie einem besseren XOR. Dann geht die Antivirenfirma hin, reverse-engineert it, publish ein Update, mit dem sie diese Updates von dem Wurm erkennt und das funktioniert so, die reverse-engineeren, das dauert einen Tag, dann testen sie 4 Tage und dann shippen sie es. So, das heißt also, man hat so einen Zyklus von so einer Woche. Ne? Das heißt also, die updaten die Krypto, dauert eine Woche, also haben eine Woche Zeit, dann müssen sie Krypto wieder updaten, beide Seiten sind glücklich, die Wurmautoren haben eine Woche Zeit und die Antivirusfirma schickt jede Woche ein Update raus und der Kunde ist glücklich. Soweit so schön. Nun kam irgendjemand auf die Idee, hey, lass uns doch mal richtige Krypto in so einen Wurm einbauen. Und dann wurden sie misstrauisch. Jetzt braucht diese Antivirenfirma 2 Wochen, 3 Wochen. Das ist wohl was im Busch. Lass uns mal wieder auf XOR zurückgehen. Und zwar spieltheoretisch macht das auch Sinn, weil mit dem Zustand vorher konnten alle prima leben. So, ne, also die Antivirusfirma hat ihr Geld verdient, die Wurmautoren haben irgendwie ihre Würmer verbreitet bekommen. So, es war sozusagen ein arbeitsteiliger Rhythmus, mit dem alle auf beiden Seiten. Also sind sie einfach wieder zu XOR zurückgegangen, weil es hat ja prima funktioniert. Genau.
Ja, weit verbreitet. Genau, dann dieses lustig machen über, was denn die Social Engineering Komponente von Spam dieses Jahr ist. Wir haben ja, letztes Jahr waren es ja so Sachen wie das Steuerverfahren sowieso wurde gegen Sie eröffnet, Aktenzeichen sowieso sehen Sie im PDF-Anhang. Das wird völlig neue Dimensionen annehmen jetzt mit Elena. Genau. Und inzwischen ist Sie es wahrscheinlich hier, haben wir Ihnen Ihre Lehman Brothers Zertifikate in den Anhang gesteckt. Machen Sie demnächst, mal auf. Demnächst gibt es dann so die Liste, hier haben Sie Ihre Streikteilnahmen 2010 in einem Anhang dargestellt, frisch aus dem Elena-System. Ja? Ja, dann müssen wir da, wird auch wenn du streiken gehst, dann wird da registriert wer, im Elena-System, wer gestreikt hat. Schauen wir mal. Im Moment sind es ja mehr so dieses Do-Not-Click-On-Me-URLs. Der Reiz des Verbotenen ist einfach immer noch am besten. Genau. Während des Irans war es dann awfully graphic pictures, don't click here. Und Config aber auf der anderen Seite. Aber was total an mir vorbeigegangen ist, das habe ich dann der Presse entnommen, dass Scareware, also diese ganzen Evil-Viren-Scanner, die so tun, als würden sie die Platte durchsuchen und Viren finden, um den Benutzer dann dazu zu motivieren, irgendwas runterzuladen, um den Virus zu entfernen, dass das wohl explodiert ist im Jahr 2009. Ich weiß nicht, ihr seht das wahrscheinlich auch nicht, weil ihr alle Adblock benutzt. Ist jedenfalls bei mir so. Also Adblock ist mittlerweile tatsächlich zu einer signifikanten Sicherheitsmaßnahme geworden, ne? Muss man einfach mal so klar sagen. Also auf Werbung gucken senkt die Sicherheit des Computers. Ganz klar. Social Networks ist auch ein super Thema. Also ich hätte noch einen für Social Engineering Komponenten Spam, nämlich hier ist eine Abmahnung für Sie und dann so ein PDF und klick mal drauf. Stimmt, ja richtig, so unter der Rubrik Scare Messages, ja, genau. Eine Abmahnung, na klar. Genau, auch gerne mal mit irgendwie, wir sind die Content Mafia und wir sind Ihnen auf die Spuren gekommen, stimmt, ja richtig, genau. Also Content Mafia ist auch ein Sicherheitsproblem. Da bleibt nicht mehr viel übrig, wenn man das weitertreibt, weil auch das BSI und das BKA hat vor angeblich eigenen Mails warnen müssen. Oh, naja, das ist aber durchaus eine realistische Ansicht, oder nicht? Ja, ich meine, this proves your point. Gut, genau. Social Networks, alles wird irgendwann wegkommen, das ist hoffentlich jedem klar. Das heißt, man muss schauen, was da landet oder ja, keine Ahnung. Die andere Sache war, alles wird gegen einen verwendet werden, früher oder später. Ich denke, dass da eher ein Kulturwandel auf uns zukommt, als dass wir mit dem, wie es jetzt läuft, weitermachen können. Weil sonst wird der Arbeitgeber von übermorgen niemanden mehr einstellen können. Ja, die interessante Frage ist halt, in welche Richtung der Kulturwandel passiert. Entweder man knipst halt seine Freunde nicht mehr beim Betrunken auf der Party Sofa vollkotzen, oder es ist vollkommen okay, wenn im Internet von einem entsprechende Fotos zu sehen sind. Arbeitet hier jemand bei Human Resources und kann uns sagen, ob die schon so weit sind, dass sie sagen, wenn ich nicht von jemandem, der sich hier bewirbt, ein Foto findet, wo er vollgekotzt auf dem Sofa sitzt, dann stelle ich den nicht ein, weil A, der hat keine Freunde und zweitens. Ja, das war genau, was ich sagen wollte. Da gab es vor kurzem so einen Comic im Stern, wo auch so ein Chef da ist und jemand zum Bewerbungsgespräch hat und meinte, ja, Sie können wir nicht einstellen. Von Ihnen haben wir kein einziges besoffenes Partyfoto gefunden im Internet. Ja, also wir sehen schon die ersten Anzeichen des Kulturwandels. Comics sind ja da immer. Ja, also ja, genau. Wer meint denn? Ja, der ist, der ist zu alt dafür, der Personalchef, um alles über den zu wissen. Abwarten. Gut, also interessiert mich mal. Wer meint denn, dass der Kulturwandel eher in die Richtung geht, dass es okay ist, irgendwie die vollgekotzten Partyfotos in der Personalakte wiederzufinden? Und wer meint denn eher, dass wir uns wieder ein bisschen besinnen und vielleicht nicht mehr jeden vollgekotzten Freund auf dem Sofa knipsen?
Ja, ihr seid in der Minderzahl. Ja, es war so Hälfte, Hälfte. Ja. Sagen